Willkommen zurück bei Knack und Back und der Regia Marina mit der Monte Cuculi. Und heute sind wir nicht alleine, nicht zu zweit. Nein, wir haben einen im japanischen Zerstörer. Guten Abend. Hallo, das bin ich, der Dennis. Dennis, den kennt ihr ja schon. Und von Anyways ist der Thomas wieder dabei, auch in seiner Monte Cuculi. Schönen guten Tag. Damit haben wir den italienischen Fachmann wieder hier am Start. Und er kann uns bestimmt was erzählen zur Monte Cuculi. Ja, also. Ach, du meinst Thomas, oder? Ja, also. Sehr schön. Ja, wir haben jetzt eine Erkennbarkeit von 10,1 runtergeskillt. Feuerreichweite 14,9, 10 Kilometer Torpedos. Luftabwehr könnte besser sein aktuell, aber wir haben ja gerade keine Flugzeuge dabei. Das ist richtig. Aber nicht. Ich habe auch den Aufklärungsflieger dabei und nicht den Jäger. Und ja, Torpedoreichweite sehr angenehm. Aber es sind, glaube ich, immer noch nur zwei Stück, ne? Ja. Zwei Stück auf jeder Seite. Genau. Nachladen. Wir haben ja Schleichnebel dabei. Schleichnebel, genau. Jetzt geht es bei denen nämlich richtig los, bei den Italienern. Bei voller Fahrt kann man den Nebel nutzen. Ein bisschen ist sogar die... Ich weiß nicht, wo der Dennis hin will. Ich habe gedacht, der spottet hier, aber jetzt ist er weg. Ich dachte, wir fahren... Wo nee, wir jetzt dachten wir auch welche auf der Seite. Gegenüber hast du spawnen noch welche. Die fahren alle weg. Die fahren alle rüber. Ah, da ist er. Wie mache ich nochmal meinen Flak aus? Mit P. P. 14,9 habe ich schon. Mal, mal gucken, ob er Saab mag. Der Herr da hinten. Oh oh. Das da. Ist die La Galle Sonnaire. Tut was. Fett gehen meine Tor. Ja, 1-2, ne? So, die sind irgendwie bei uns. Dreht er weg? Okay. Oh ja, dreht weg. Oh, da ist der Kleine. Oh yes. Wer ein? Ja, in welche Richtung ein? Ja, nein. Nach rechts drin. Auf 4-7 auf dem Kleinen. Sehr schön. Sehr schön. Mit Saab? Ja. Wir schießen nur Saab. Echt? Aber die machen schon mehr Schaden. Seite. Was ist denn Saab? Semi-AP. Das haben die Italiener neu. Habe ich die Fotoattacke nicht getroffen? Das ersetzt die HE-Munition. Ja, ist so eine Explosions-AP quasi. Ja geil, erste Salve, die mich trifft und ich brenne. Feueralarm. So meine Freunde, ich nebel für mich. Hast du schon reingetaucht? Nee, ne? Hm? Schon reingetaucht in den Nebel? Ich hatte eben einen getaucht von der anderen Seite. Oh jawohl, 1271 scheint der Standardschaden zu sein. Hier kommt Torps. Aber der Smoke ist auch nur 20 Sekunden, ne? Merke ich gerade. Hält ja nur 20 Sekunden? Ja. Der ist so zum Abhauen gedacht. Wen topst du gerade? In den Nebel oder was? Ich die jo. Beiden gehen einfach nur in den Nebel. Da ist eine La Galusionaire. Meine aufpassen, Dennis, ich hab auch gerade getoppt. 3-3 frontal auf die New York. Jo, nee. New York scheint sehr langsam zu sein. Oh, du stehst Breitseite zu New York. Was? Ah, die konnte mich ja nicht sehen. Ach, stimmt. Ich hab 1. Ich hab gar keinen Damage gemacht, aber irgendwann. La. Ich drehe wieder runter, damit ich den Dennis unterstützen kann. Ja, 1-2. 1270. Ja, auch. Irgendwas ist kaputt gegangen gerade, ne Kirov. Kirov bei uns, ja. Da kommt noch eine La Galusionaire. Wer hat mich entdeckt? No. Der Kleine da. Oh, komm, fahr mein Top. Wir müssen den Kleinen wegmachen. Ja. Vorsicht, hier kommen zwei sehr langsame Torps. Du kannst auch nebeln, ne? Hier. Du kleine Mutsuki. Ah ja, stimmt. Da muss aber, da kommen ganz viele, Alter. Das war's für unseren DD. Warte, ich gucke hin. Oh ne, er manövriert das schön raus.
Die Lagerlösung steht, ne? Ja. Die steht. Hoffentlich nimmt da keinen von meinen Torpedos mit, Dennis. Yes! Ich hasse dich, wenn du meinen Torpedo mitnimmst, ne? Die Gallo ist fast weg. Oh nein! Och! Oh Gott! Nein! Du bist so ein Arsch, ich hab gerade einen Torpedo getroffen. Seid ihr kacke, ey. Ich hab grad gesagt, pass auf, dass ich meinen Torpedos mitnehme. Ja, aber ich hab in die andere Richtung geguckt, auf den Gegner. Ihr spielt super im Teamwork. Im Team. Zwei Torps hab ich getroffen, zwei Wassereinbrüche und dann brauchst du nicht raus. Das war ja keine Absicht, ich hab dich ja gewarnt. Ach, 900. Wenn es keine Absicht war, aber trotzdem. Mach mal die Furutaka einer weg. Oh, boah, meine. Jetzt bin ich gleich violett gegeben. Ja, das hast du verdient. Einfach sinnbefreit da reingetorbt. Oh nein, der hat noch 200. Das gibt's ja gar nicht. Alter, hat der mir 4-7 mit einem gedrückt? Da ist der Kleine vor dir. Warte mal, die Furutaka da weg. Ich torpe links an dir vorbei. Okay, Schwenge. Aufklärungsflugzeug in der Luft. Ah, Aufklärungsflugzeug. Ich hab meinen Jäger. Ah geil, irgendwer hat die ja fertig gemacht. Nebelwand gelegt. Egal, ich hab einen Kill. Ist zwar Dennis, aber. Ich hab gerade mal 16.000, mehr ist das nicht. Oh, die New York ist so langsam. Hast du breit gefächert deine beiden Torps? Nee. Doch. Hier, kannst du mir bei der Buddy Johnson helfen? Oh, der hat mir jetzt schon was gedrückt. Ja. 5000 habe ich ihr gedrückt. Mit der Saab. Nein, jetzt ist er kaputt und ich schieße nochmal drauf. Der Kleine ist wieder rausgefahren. Bin wieder entdeckt. Auf jeden Fall entdeckt bin ich. Was macht eigentlich die New York? Aber ich weiß auch überhaupt nicht, wo der Kleine ist. Aber sieht gar nicht so schlecht aus, ne? Da ist er. Oh, der Sack dreht weg. Aufklärungsflugzeug geht zum Schiff zurück. Ah, 635. Klein? Ja. Aber warum ist er erwähnt? Hat er den entdeckt, dein Flieger? Oh, die New York schießt auf dich. Ah, 5-7 auf den Kleinen. Den bin ich hinterher gegangen, den Schüssen. Ja? Die waren drin, habe ich gehört. Oh, das könnte es gewesen sein für ihn. Ne. Doch. Ne. Ah, 2,5 nur. Ah. Shit, hier ist eine Fuso. Fuso guckt auf mich. Auch was schießt die New York? Ah, die New York haut ab. Thomas, der Jens fährt Breitseite zu dir. Den kannst du richtig schön was reinhauen wieder. Unser Team hat die Führung übernommen. Der Kleine nervt mich. Ah, die Fuso weiß wohl nicht, dass ich Torps hab. Jetzt schießt die Fuso. Aua, aua, frontal, Junge. Das ist ja Wahnsinn. Der Kleine muss weg. Ne, ich muss mich hier verbissen erstmal. Oh, ich glaube New York, das war aber nicht gemein. Das war aber gemein, das wollte ich sagen. Bin entdeckt.
nutze meinen letzten Smoke. Okay, das ist okay. Oh, wo ist die? Ach, die Fuso fährt da lang. So eine Scheiße. Blöde Fuso. Nebelwand gelegt. Komm, Torps, Jens. Oh ja. Danke der Ansage. Sehr gerne. Ja. Wir haben zum Glück aufgehört. Ich hätte nicht gewusst, wo ich hin soll. Oh wow. Wen sollen die Tops treffen, Thomas? Die New York? Ja, ist zu kurz, aber. Ja, dich sollen die treffen. Ja. Komm, geh noch was rüber, bitte. Jawoll. Ah, da ist eben ist die kleine. Benebelt. Oh, Kanönchen. Krass. Ich kann ja fast rückwärts schießen. Ich habe ihn noch getroffen, aber es gab einen Abpraller. Ich probiere hier rumzudrehen. Was schaffst du? Ja, meinst du? Ja, komm's rum. Gleich. Ich habe keinen Nebel mehr. Hast du noch Smoke, Thomas? Er hat aber noch anderthalb Minuten gut auf. Ah, Torpedotreffer. Sehr schön. Sehr Alter. Gut. Man nennt ihn auch den schleichenden Tod. Nicht der kleine, das war das Schlachtschiff. Ja. Ja, trotzdem sehr gut. Ich hab gerade den kleinen getroffen. Ich hab nicht gedacht, dass die Tops ankommen. Ich auch nicht. Ich schon. Ich hab ihm schon immer vertraut. Der Mann hat Ahnung von italienischen Kreuzern. Virginia hat unsere Graf Spee zerlegt. So, wir müssen. Wer ist denn da ganz unten am Kartenrand noch von uns? Da ist die Garde, Masse. Weg ist er, komm. Oh, Garde! Kannst du schießen? Ja. Sehr schön. Sehr gut, Thomas. So. Unser Team hat die Führung übernommen. Noch die zwei Schlachtschiffe. Ein Sieg. Ja. Und nur 36.000 gemacht. Und auch nicht viel mehr, 21. Ich hab 38. Also von den 36 waren ja keine Ahnung wie 4.000 auf dem Dennis. Ja. ...1.400, zu flach. So soll's sein. Und. Oh, komm wieder. Treffen. 1-9. Ja, langsam das Eichhörnchen und so. Die Bretagne, what are you doing? You are BB. Virginia dreht weg, dann kann ich hier rausfahren. Not all, CL. Aha. 2-8. Sehr schön. 2-8. Wie bitte? 2-8. 2-8 waren das. Aber jetzt. Die Zeit spielt für uns. Was anderes tut's nicht. 5 auf die Virginia. Oh, die hat noch 2. Was hast du denn für ein Glück, ey? Ich habe verzweifelten Widerstand, habe ich gerade bekommen. So, Reichweitenflieger raus. Kann man die Fuse noch treffen?
weiß gar nicht, was das war, verzweifelter Widerstand. Das Talent von dem Herrn auf Kapitän auf meinem Schiff schon wieder vergessen. Aber ich wechsle schon ganz schön mit der Munitionsart. Klar, Kreuzer Breitseite. Kannst du mit Zap auch ordentlich Schaden machen. Ja, wir sind doch da. Oh, was? Die Britannia braucht jetzt, jetzt hast du einen Treffer. Jetzt 1000? Hast du zwei Treffer. Ja, 1270. Geh deinen Schüssen immer nach. Das ist echt cool. Ja? Übers Wasser läufst du. Zack, zack. 2-3. Please watch a BB Tutorial on YouTube. Ha. Lustig. Der weiß es wohl besser. Ja. Ja, wieder. 2-7. Wir haben noch eine ordentliche Schelle jetzt hier. Nee, du schießt vorbei, Thomas. Nee, drüber hast du geschossen. Bisschen drüber. Bisschen zu hoch. Ah, 600 nur. Zu tief. Britannia ist weg. Das heißt, er dreht jetzt ein, das heißt, danach bin ich weg. Wer hatte noch Nebel? Ich. Ich nicht. Dann bleib ich mal stehen. Wow, oh, da hat jemand... Ah, der ist weg. Der brennt aus. Der brennt aus. Sehr schön. Sauber. Wunderbar. Wunderprächtig. Also ich glaube, die Runde hat 20 Minuten gedauert, ne? Das ganze Ding. So, ich bin orange, pink. Natürlich, du hast den Dennis zerlegt. Ja, hallo, sagen, hallo. Und ich bin trotzdem Zweiter. Zwei Monte Cuculis da oben mit dabei. Sehr schön. Ich hatte keine Chance, oben mit zu spielen. Ja, du wirst rausgenommen, ja. Ja, du hast das auch zu aggressiv da gespielt, ne? Weißt du, was die Ironie zwei ist? Zwei Wassereinbrüche. Ich habe eigentlich 3 Kills, habe aber einen abgezogen bekommen, weil ich den Dennis mit getötet habe. Ja, also hast du nicht 3 Kills, du hast 2 gehabt. Nee, ich hab insgesamt 4 mit dem Dennis. Mit mir. Echt? Ich stell eigentlich doppelt. Deinen abgezogen, das ist doch verrückt. So, gucken wir uns kurz das kleine Schiff hier nochmal an. Monte Cuculi. Beide kleinen Modulen. Hauptbewaffnungsmodifikation, Schadensbegrenzung und bisschen fürs Ziel. Was geileres gibt's einfach nicht. Und damit sehen wir uns in der nächsten Runde mit der Monte Cuculi. Und dann auch mit den beiden, die sich gegenseitig abballern. Ohne Friendly Fire, genau. Das werden wir sehen. Lasst es knacken, Leute.